Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Two Vegans, One Cup. Ihr habt schon lange nichts mehr von uns gehört und das liegt daran, dass wir uns aktuell mit dem hier beschäftigen. Beziehungsweise generell mit unseren Kochmagazinen. Wir haben jetzt gerade 3 Ausgaben heraus und die kommende Ausgabe kommt sehr bald. Nächste Woche schicken wir sie in den Druck. Wir haben jetzt unseren Druck ein bisschen umgelegt, damit der auch in Österreich passiert. Wir haben ja schon, sind schon auf Recyclingpapier umgestiegen von der ersten auf die zweite Ausgabe, weil uns das einfach wichtig ist, dass das irgendwie eine runde Geschichte ist. Man kann nicht auf der einen Seite Veganismus predigen und Nachhaltigkeit und dann auf der anderen Seite irgendwie auf hochglänzendes Papier drucken, wo irgendwie chemische Dinge verwendet werden etc. Ich kenne mich mit der Drucktechnik nicht so aus, aber das war uns wichtig, dass wir hier Recyclingpapier verwenden. Und zwar zu 100% verwenden wir Recyclingpapier, das heißt kein einziger Baum muss für unser Magazin gerodet werden. Darauf sind wir sehr stolz und das behalten wir auch bei und jetzt haben wir eben das Ganze auch nach Österreich verlagert. Ich präsentiere heute unsere dritte Ausgabe und zwar die Low Carb Ausgabe. Manche, die sich mit Low Carb schon auseinandergesetzt haben, werden schon öfter gehört haben, dass es angeblich vegan sehr schwer sein soll, Low Carb einzuhalten oder sich Low Carb zu ernähren, aber wir haben gezeigt, wie einfach das sein kann, hier in diesem Magazin mit gleich 9 Rezepten. Dieses Magazin kannst du gleich vorweg um 4,90 € bekommen, also ein sehr, sehr kleiner Preis eigentlich für große Wirkung, weil es sind echt tolle Rezepte drinnen, die werde ich jetzt auch gleich präsentieren. Alle Ausgaben der Magazine findest du auf unserer Webseite www.2veganswonecup.com. Findest du auch in der Beschreibung unten. Wir haben hier ein schönes Inhaltsverzeichnis, eine Übersicht über die Themen und die Rezepte, die enthalten sind in dem Magazin. Und hier haben wir eine Erläuterung. Und zwar einmal zum Thema Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate. Da erklären wir ein bisschen langkettige, kurzkettige Kohlenhydrate. Und dann noch zu dem Vorurteil, Low Carb lässt die Kilos purzeln. Wie einseitig oft diese Diätgeschichten irgendwie beleuchtet sind in Wahrheit. Also, was haben wir für Rezepte? Wir haben die Zucchini-Lasagne, extrem köstliche, deftige Lasagne. Wir haben das Kraftbrot, ein Körnelbrot sozusagen, das sehr gut für die Verdauung ist. Wir haben Kichererbsen-Curry mit Kaffeeolreis. Wir haben Low-Carb Raffaello. Die sind sehr, sehr, sehr lecker und waren noch eine Zeit lang auf unserer Webseite. Dann haben wir gewischten Salat mit knusprigem Tofu, wirklich knusprig. Mohntorte, gefüllte Paprika. Wir haben Walnuss-Räuchertofu-Aufstrich, ein wahnsinnig guter, deftiger Aufstrich, der wirklich also bei Brot- und Aufstrichtigern niemals fehlen darf. Und einen sehr, sehr gesunden Cashew-Parmesan. In dieser Ausgabe haben wir ein paar mehr Berichte als in den anderen Magazinen. Wir haben hier ein Interview mit Hakuma. Die sind unsere Helden der Nachhaltigkeit in dieser Ausgabe. Die produzieren nicht nur CO2-neutral, sondern tatsächlich CO2-positiv. Und haben auch bei der Verpackung eine sehr neue Methode gewählt. Wir haben einen Artikel über Rule of Nines von Kevin und Kerstin. Die betreiben Modeaktivismus sozusagen. Wir machen echt, echt coole Aufnäher und Shirts und Hauben und Buttons und vieles mehr. Wir haben einen Beitrag über die vegane Gesellschaft und zwar zum Thema Pandemie und Veganismus und wie diese beiden Themen miteinander verquickt sind und zwar viel, viel, viel enger, als man vielleicht glauben würde. Wir haben Neuentdeckungen, vegane Produkte in Österreich, Schwerpunkt Wien, von Vegan Finds Austria, auch eine Bekannte von uns, eine sehr liebe, die auch den größten veganen Instagram-Channel in Österreich führt. Und wir haben einen kleinen Artikel über Mary Eistee, das ist ein Natureistee mit steirischen Beeren, mit einer ganz einzigartigen Rezeptur. Dann ist noch ein Beitrag über die Credence Me, der unkonventionelle Laden. Da gibt es inzwischen schon 3 Filialen und da kann man verpackungsfrei einkaufen. Und es ist ein Mitgliederladen, also ein neuartiges Mitgliedersystem. Sehr, sehr spannend. Und dann noch ein paar Artikel von mir. Einerseits zum Thema hinter uns die Sintflut, Verzicht und Überfluss. Dann noch ein Artikel zu gesund, stark und glücklich. Unsere Magazine, die Rezepte in unseren Magazinen verhelfen euch übrigens dazu, gesund, stark und glücklich zu sein. Und dann noch einen Beitrag zum Thema individuelle und kollektive Potenzialentfaltung. Dann haben wir noch die besten Veganismus-Dokumentationen angeführt und zu guter Letzt haben wir noch ein paar Nährstoffe, die wichtig sind bei körperlicher Betätigung. Denn das ist sozusagen eine Fitnessausgabe, wo wir auch darauf achten, dass die Rezepte proteinreich sind. Das Besondere übrigens zum Cashew-Parmesan, das steht eben dann am Ende auch, ist, dass er sämtlichen Bedarf an allen B-Vitaminen
fast komplett abdeckt, also 80-90% des kompletten Bedarfs, abgesehen von B12 natürlich, aber sonst von allen B-Vitaminen, Cashew-Parmesan drüber streuen und das macht bereits ein Esslöffel übers Essen und du hast 80-90% deines täglichen Vitamin B-Bedarfs an allen B-Vitaminen gestillt. Das finde ich persönlich absolut großartig. So sieht diese Doppelseite aus. Wie gesagt, du findest alle Magazine auf www.2weekendsonecup.com. Die meisten kosten so 4,90 Euro, die immunstärkende Ausgabe und die weihnachtliche Ausgabe kosten 3,90 Euro. Und ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr da mal vorbeischaut und es hat definitiv einen Mehrwert für dich, wenn du dich für vegane Ernährung interessierst, für proteinreiche Ernährung interessierst und generell einfach für Veganismus an sich interessierst, beziehungsweise auch für das vegane und das nachhaltige Wirtschaften in Österreich interessierst. Dazu haben wir immer wieder tolle Artikel und auch tolle Interviews mit coolen Leuten. Falls du jemanden kennst, der in Österreich besonders nachhaltig wirtschaftet, vegan wirtschaftet, schreib uns das gerne und wir freuen uns sehr, die zu kontaktieren, mal unverbindlich und zu schauen, wie man sich connecten kann und wie man das vielleicht in die kommende Ausgabe, in die nächste Ausgabe reinbringen kann. Wir haben natürlich auch Instagram, du findest uns immer unter 2weekendsonecup. Sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Instagram bespielen wir ehrlich gesagt häufiger. Das heißt, wir freuen uns sehr, wenn du da auch vorbeischaust und uns folgst. Ja, bald kommt die Sommerausgabe, darauf freuen wir uns sehr. Bis dahin, viel, viel Freude mit unseren Magazinen, mit unseren Rezepten. Wünsche dir 2 Vegans, 1 Cup.